Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Bei einer Pfarrkonferenz irgendwo in Süddeutschland, da wird diskutiert, wie der Kirchenbesuch gesteigert werden kann. Ich hoffe, es wird nicht nur da diskutiert, sondern auch gehandelt. Und der Dekan, der mahnt da bei dieser Sitzung seine Kollegen mit ernster Stimme. Er sagt, wenn Sie predigen, dann müssen Sie das Gesagte mit Ihrer Mimik unterstreichen. Wenn Sie zum Beispiel vom Himmel reden, dann müssen Sie ein fröhliches Gesicht machen, dann müssen Sie strahlen. Ein Kollege meldet sich und fragt, ja, schön, gut, Herr Dekan, aber was soll ich denn machen, wenn ich von der Hölle rede? Dekan antwortet, naja, dann können Sie so bleiben wie immer. Die Kirche, die hat extra so einen Sonntag im Jahr rausgesucht, im Kirchenjahr, wo es so um den Jubel gehen soll, wo es fröhlich zugehen soll und hat ihm den Namen Jubilate verpasst, jubelt. Auch wenn man gerade nicht so zu lachen hat, wenn du im Gegenteil vielleicht völlig niedergeschlagen bist, wenn du sauer bist und bitter und eigentlich gar nicht hier sein möchtest, dann hast du auch immer einen Grund zur Vorfreude. Jesus eröffnet uns nämlich heute herrliche Aussichten, nicht auf das Wetter der nächsten Tage, sondern das, was unser Leben betrifft. Das hat er zunächst mit seinen Freunden, den Jüngern, besprochen. Was sie zu hören bekommen, ist ihnen zunächst ziemlich rätselhaft, trotz mehrfacher Nachfrage. Wir haben es eben gehört und wer der Lesung tatsächlich folgen konnte, der wird da auch irgendwann denken, worum ging es da jetzt eigentlich in diesem komischen Zwiegespräch im Johannesevangelium. Jesus sagt seinen Jüngern, ich werde noch kurze Zeit bei euch sein, dann seht ihr mich nicht mehr. Bald nach meinem Weggehen aber werdet ihr mich wiedersehen. Und die Jünger verstehen wie so oft nur Bahnhof, aber wir heute auch. Wir befinden uns heute nach Ostern, das heißt, wir haben strategischen Vorteil gegenüber den Jüngern, mit denen Jesus hier spricht, denn diese Szene, mit der er mit ihnen spricht, ist natürlich vor Ostern. Jesus spricht über das, was sicher kommen wird, wovon seine Jünger allerdings noch keinen Schimmer haben und auch wirklich nicht haben können. Es ist wie mit einem wichtigen Handballspiel in der Bundesliga, dass man leider nicht live gucken kann, weil man genau zu der Zeit in der Handballhalle in Bortfeld ist, um da seine Landesligamannschaften anzufeuern. Also nimmt man zu Hause das wichtige Bundesligaspiel auf, um es dann am Abend ganz in Ruhe auf dem heimischen Sofa sich angucken zu können. Dann ist aber bestimmt irgendein Dödel in der Sporthalle, der das Bundesligaspiel am Live-Ticker verfolgt und nichts Besseres zu tun hat, als das Ergebnis allen zu erzählen, die es hören wollen oder eben nicht hören wollen. Ich gehöre zu Letzteren. Und dann denke ich immer, toll, jetzt ist die Spannung auch raus. Ja, ich kann mir das angucken, aber ich weiß ja schon, wie das Ergebnis lauten wird. Ist ein bisschen doof, wie beim Krimi, bei dem man vorher schon weiß, wer der Bösewicht ist oder die Bösewichtin. Macht dann auch keinen Spaß mehr. Wir wissen also schon, was passieren wird. Kreuzigung, Tod, Auferstehung, ewiges Leben. Aber die Jünger haben hier den Gang zum Kreuz ja noch vor sich. Noch eine kleine Zeit, dann werden sie Jesus nicht mehr vor Augen sehen, sagt er ihnen. Dann, nach seiner Auferstehung, werden sie ihn noch 40 Tage sehen zwischen Ostern und Himmelfahrt. Dann, Himmelfahrt, verabschiedet er sich und schickt dann 10 Tage später zu Pfingsten seinen Leuten als stellvertretenden Geschäftsführer den Heiligen Geist, der dann so lange bleibt, bis Jesus einmal endlich mit seiner ganzen Herrlichkeit für alle unübersehbar wiederkommen wird. Das ist alles gar nicht so einfach zu verstehen, vor allem wenn man kein studierter Theologe ist vielleicht oder regelmäßig in der Bibel lest, das reicht ja auch. Ich konnte es nicht mal in ein einfaches Schaubild fassen, das, was wir da gelesen haben, gehört haben. Ich habe es aber trotzdem versucht, jetzt mal Kirche zu mitdenken heute Morgen. Wir haben Jesus und wir haben die Jünger. Jesus wird gekreuzigt und die Jünger, die sehen ihn, die stehen ja dabei oder sehen ihn nicht, ja, wenn er im Grab liegt. Deshalb, das soll das Symbol nicht für einen Stecker sein, sondern für ein Blindensymbol. Ich habe kein besseres gefunden. Und die Jünger sind in Trauer. Wenn sie Jesus nicht sehen, weil er gestorben ist im Grab liegt, sind sie traurig. Dann ist es so, Jesus steht auf von den Toten. Die Jünger sehen ihn und das bedeutet für sie Freude, logisch. Dann aber
Himmelfahrt. Jesus verabschiedet sich, er verlässt seinen Posten auf der Erde, kehrt zurück zum Vater. Die Jünger sehen ihn wieder nicht und wieder sind sie traurig. Und Jesus sagt, es kommt zwar der Heilige Geist, aber so richtig glauben können sie es erstmal nicht. Und dann sagt er, ich werde jetzt gehen, aber ich werde wiederkommen. Ich komme wieder vom Himmel auf die Erde, dann endgültig, dann werde ich mein Reich Gottes in Vollendung aufrichten. Ihr werdet mich sehen und dann wird eure Freude wirklich vollkommen sein. Jesus spricht über das, was sicher kommen wird, wovon seine Jünger allerdings, wie gesagt, noch keinen rechten Schimmer haben. Vielleicht sind sie auch in einer Phase drin, in der sie noch gar nicht wahrhaben möchten, dass Jesus in Kürze am Kreuz sterben wird und dass sie zurückbleiben. Das ist ja das Schlimme immer beim Abschied, auch dass man weiß, man bleibt zurück und bei jedem Abschied, den man hat, egal bei einem Besuch, bei einer Feier oder sonst wo, man weiß ja wirklich nie, ob man sich danach noch wiedersehen wird. Das macht unser Leben ja manchmal so dramatisch und hier die Jünger auch. Jesus geht weg und das macht sie traurig. Und so sehr er dies betont, genauso deutlich vergewissert er sie oder möchte sie vergewissern, Leute, ich komme wieder. Ich komme wieder, das ist keine Frage. Ich komme wieder, keine Frage. So hieß es ja auch in einer Zeichentrickserie, so Ende der 70er, der Anfang der 80er muss das gewesen sein. Immer am Ende jeder Sendung. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ich komme wieder, keine Frage, sagt er dann. Und das stimmte uns Kinder damals, die wir das gucken durften, immer etwas traurig. Ja, die Folge war gut, wir haben Tränen gelacht. Und dann sagt er, ich komme, ja, ist schon wieder vorbei. Aber ich komme wieder. Ich komme wieder. Damals, müsst ihr wissen, liebe Konfis, gab es noch keine Streaming-Dienste, bei denen man die ganze Serie am Stück sozusagen gucken konnte, alle 52 Folgen. Damals war Warten angesagt, Woche für Woche. Aber ganz gewiss war die Zusage am Ende jeder Folge, ich komme wieder, keine Frage, das stand fest. Und hier auch bei Jesus, ich komme wieder, keine Frage, denn Wiedersehen macht Freude. Das drückt sich in dieser Szene mit den Jüngern aus, die heute so ein bisschen sperrig daherkommt. Jetzt gilt es, einiges auszuhalten an Angst, an Unsicherheit, an Traurigkeit und an Verzweiflung. Aber das steht in keinem Verhältnis zu dem, was dann kommen wird. Bei ihm ist es kein schnelles, gewagtes, ich bin dann mal weg und ich weiß auch gar nicht, wann ich wiederkomme oder einmal schauen, ob ich überhaupt zurückkomme. Kein Rückzug, weil Jesus keine Lust mehr hat und sich heimlich so aus dem Staub macht. Nein, aus seinen Worten spricht die totale Gewissheit. Der Plan ist, seine Nachfolger nicht allein zu lassen. Er möchte sie nicht sich selber überlassen, sondern trösten angesichts der kommenden Herausforderungen. Noch eine kleine Zeit, sagt er, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Aber wenn die Zeit klein wird, dann wird ja im Grunde alles klein. Wenn Jesus demnächst wiederkommt oder der Zeiger auf deiner Lebensuhr ins Stocken kommt, dann ändert sich ja jetzt schon alles. Der Kranke, dem der Arzt nur wenige Monate gibt, denkt über wichtig und unwichtig in seinem Leben schlagartig anders, als er es Jahrzehnte seines Lebens zuvor gemacht hat. Vor der Ewigkeit ist alles andere klein. Alles ist klein. Wir hatten am letzten Dienstag in der Konfirmandenstunde unser Thema Tod und Leben. Wir hatten in der zweiten Stunde Besuch von unserem Bestatter und haben da mal geguckt, was der so macht und mal ein bisschen erzählt und mal geguckt. Er hat uns so einen Sarg gezeigt und eine Urne, damit man mal weiß, was so auf einen zukommt und womit er sich beschäftigt. Ne? Und vielleicht will ja jemand da mal in den Beruf einsteigen. Ich steige immer in diese Stunde ein mit einem kleinen Zettel. Und da sollen die Konfirmanden drei Dinge aufschreiben, die sie tun würden, wenn sie nur noch 24 Stunden zu leben hätten. Und das sorgt immer ein bisschen für Verwunderung. Ich kann jetzt auch aus jugendschutzrechtlichen Gründen nicht alles aufschreiben, was sie da aufgeschrieben haben. Manche wollen was Gutes tun, noch so ein Video drehen mit so letzten Worten, das finde ich ganz rührend, oder ein Testament machen, das finde ich auch ganz gut. Früher wollten immer manche noch die Schule anzünden oder sowas, weil sie konnten ja nicht mehr dafür groß belangt werden. Also drei Dinge, die du tun würdest, wenn du nur noch 24 Stunden zu leben hättest. Ja, wie leben wir denn eigentlich angesichts des Todes? Was ist dann wichtig oder nicht wichtig? Was ist groß und was ist klein?
Und manche können jetzt denken, oh, das ist jetzt kirchliche Panikmache, ja, regel dein Leben. Ja, aber das sollten wir vielleicht sowieso machen, denn alle bisherigen Studien, die es gibt, alle weltweit, egal wen man fragt, alle wissenschaftlichen Studien bestätigen nach wie vor, dass unsere Sterblichkeit bei 100% liegt. Ja, trotz aller medizinischen Fortschritte, trotz viel Sonnenschein, Sport, Ernährung und so weiter, die Sterblichkeit liegt immer noch bei 100%. Und dabei sollen wir vielleicht so ein paar Prozent unseres Lebens immer mal wieder dafür investieren, uns Zeit zu nehmen und uns vorbereiten auf die Ewigkeit, die Gott uns schenken möchte. Groß und intensiv und kräftezehrend, das, worum wir eigentlich kreisen, ist aber meist das andere, vorrangig die Arbeit oder eine Beziehung knüpfen oder kitten, Kinder, Haus, Garten, Urlaub, dafür legen sich alle krumm. Aber was zählt denn das vor der Ewigkeit? Was dir heute so wichtig ist, ist das auch dann noch wichtig, wenn Jesus einmal wiederkommt und du vor ihm stehst? Kannst du dann sagen, aber ich habe immer regelmäßig Garten, Rasen gemäht, ich habe immer mein SUV sauber gemacht, jeden Samstag, Sonntag, Vormittag. Ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht, ich habe immer meine Beiträge gezahlt. Und dann sagt er, war das wirklich das, wofür du meinst, gelebt zu haben? Großes wird klein, Kleines wird groß. Wenn du dir selbst groß und wichtig vorkommen solltest, vielleicht gibt es ja so Menschen unter uns, im Anblick der Ewigkeit wird alles plötzlich ganz klein sein. Die Ewigkeit, wenn sie hereinbricht in unsere Zeit bei der Wiederkunft von Jesus, wird allem eine neue Wertigkeit geben. Einen schwachen Eindruck davon bekommen wir, wenn einstige Prominente abstürzen oder sagen wir mal nicht mehr so im Rampenlicht stehen, wenn sie vielleicht den Parteivorsitz niederlegen, den Schlüssel abgeben vom Dienstwagen, vom Vereinsheim, vom Schloss Bellevue, am Sitz des Bundespräsidenten. Manche tauchen später noch mal kurz im Dschungelcamp auf oder als Sport-Co-Kommentator eines Privatsenders. Oder sie bekommen, wenn es ganz gut läuft, kurz vor ihrem 70. Geburtstag noch einmal eine Einladung zur Verleihung der Goldenen Kamera für ihr Lebenswerk. Ja, wenn es so weit ist, ja, dann kommt nicht mehr viel nach, glaube ich. Sie waren einmal groß, aber jetzt sind sie unbedeutend. Vielen Jüngeren komplett unbekannt, die kennen dafür andere Leute, die aber auch nicht so wichtig sind. Schwer genug, sich damit abzufinden. Die Jünger, wie gesagt, die wirken ratlos in dieser ganzen Szene. Jesus ist da, Jesus ist weg, Jesus ist da, ja was denn nun? Und mich hat das heute Morgen so ein bisschen erinnert, wenn man so kleine Kinder hat, da gibt es ja auch dieses Spiel, ne? Kuckuck, ja siehst du mich? Ne, und man versteckt sich irgendwo und dann so, bah, ne, und das Kind lacht sich scheckig, wie verrückt. Schade, dass wir das nicht mehr können, ja, aber es ist absolute Freude. Man ist weg und das Kind, wo ist er? Und dann zieht man die Hand da weg und dann, bam, ne, und alles freut sich und macht ihn die Hose voll Lachen, ja. Das wirkt in dieser Abfolge so ähnlich. Jesus ist da und dann ist er wieder weg. Nach der Auferstehung zeigt sich Jesus seinen Jüngern als der Auferstandene und das war der erste Anlass zur Freude. Dann ging er wieder weg und sandte seinen Geist, der die Jünger zu Pfingsten begeistert, auch Freude, ja, was wir alles können, in anderen Sprachen reden, toll. Und dann steht seine Wiederkunft noch auf dem Programm am Ende der Zeit und dann wird die Freude wirklich so richtig erst abgehen, weil alles andere, was unser Leben schwer macht, dann vorbei sein wird. Aber die Jünger hatten zunächst den konkreten Kreuzestod vor Augen. Sie betraf vor allem die Bedrängnis, dass Jesus in Kürze gekreuzigt wird und sie mit ihrer Enttäuschung und ihrem Frust alleine bleiben. Jesus sagt ihnen, ihr werdet weinen und klagen und die Menschen in dieser Welt werden sich darüber freuen. Ja, am Kreuz standen sie und haben gelacht. Ihr Jünger werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wie vielleicht auch heute bei uns, wenn Jesus scheinbar nicht da ist, dass er uns irgendwie aus dem Blick verloren hat, dass er uns vergessen hat oder dass er anders da ist, als wir es uns wünschen. Jesus verweist darauf, dass nicht die Bedrängnis, in der wir leben, unseren Blick einengen soll, sondern wir den Weitblick erhalten und behalten. Und heißt, die Begegnung mit Jesus, das ist Freude. Damals, heute und dann auch in der Zukunft. Denn Wiedersehen macht Freude. Dieses Wiedersehen erlebten die Jünger damals vorübergehend sichtbar, dann in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das wird unsere Freude werden, wenn wir dann Jesus in der Zukunft begegnen.
Christen sind deshalb Schnittmängler, hat jemand gesagt. Der Begriff stammt, die Konfis wissen es, aus der Mengenlehre, aus der Mathematik. In unserem Fall heißt es dann, ich habe da auch ein Bildchen zugemalt, Mengenlehre, zwei Kreise und eine Schnittmenge. Himmel und Erde sind da drinne und die können sich nicht nur berühren, sondern die überschneiden sich in einem bestimmten Bereich. Und wenn man als Christ lebt, dann lebt man quasi schon genau dazwischen, zwischen Himmel und Erde. Man ist dazwischen und gehört zu beiden drin. Christen sind mit einem Bein auf der Erde und mit einem anderen schon im Himmel. In der Konfirmandenstunde am Dienstag haben wir auch ein kleines Video gesehen von einer jungen Frau, die schwer an Krebs erkrankt ist. Sie hatte Knochenkrebs, ihr wurde da mit Anfang 20, musste ihr Bein amputiert werden, ihr Bein und Teile des Beckens. Und sie ist eine wirklich gläubige Frau, sehr beeindruckend. Und sie hat auf ihr Bein draufgeschrieben, am Tag, am Abend vor der Amputation, einen Liedtext und der heißt »In heaven we will meet again«. Im Himmel werden wir uns wiedersehen. Und als die Ärzte das am Morgen dann eben bearbeiten wollten und sie diesen Spruch sahen, dachten sie, ja, das hat wohl einen tiefen Eindruck hinterlassen. Sie hat gesagt, das Bein, das geht mir schon mal einen Schritt in den Himmel voraus. Ja, und irgendwann werde ich dann nachkommen. Starkes Bild, wie ich finde, obwohl ich es auch tröstlich finde, dass wir nicht unseren alten, verfallenen Körper mitnehmen müssen in den Himmel, sondern dass Gott uns etwas ganz Neues schenkt. Gott sei Dank, ja, müssen wir diesen Klapperkasten nicht mitnehmen, sondern es wird einmal alles neu. Also hier, wir Christen sind auch schon mit einem Bein, mit dem Herzen im Himmel. Aber bis es soweit ist, bis Jesus wiederkommt und alles wieder gut macht, machen wir nach wie vor Schweres durch, leiden, verzweifeln, sorgen, verlieren Hoffnung und manchmal auch den Glauben. Und genau wo die Jünger damals am Verzweifeln und wir heute am verletzlichsten sind, kommt dieser Hammerspruch von Jesus mit der Frau. Ich weiß nicht, ob das noch einer im Ohr hat. Er sagt, es wird so sein wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Sie macht Schweres durch, doch sobald ihr Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Wer schon einmal eine Geburt hautnah erlebt hat, und ich habe das Privileg, das gleich viermal mitgemacht haben zu dürfen, der weiß, genau so ist es. Erst Schreien, Schmerzen, Ängste, Ungewissheit, und am Ende ist alles gut. Ich weiß noch bei unserem Sohn, wir kamen da an, erste Geburt, ja, irgendwann früh morgens, die hatten irgendwie keine Zeit und keinen Platz, irgendeine Rumpelkammer, wo dann die Herztöne gemessen wurden, dann den kleinsten Entbindungsraum, den es überhaupt gab. Eine sehr ruhige Hebamme, die trotzdem leicht im Stress war, so unterschwellig, denn nebenan hörten wir eine andere werdende Mutter ständig schreien. Und ich weiß nicht, ob man sich daran erinnert, wir guckten uns an, ich dachte, oh, war das jetzt wirklich eine gute Idee? Und wir hörten immer so aus dem Nebenraum so Schmerzensschreie und dachten, oh, 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 Herr, hilf doch. Ja? Und falls hier jetzt junge Damen wären, würde ich denen sagen, es ist alles doch gar nicht so schlimm, ja, für den Mann. Ja, für den Mann ist das alles gar nicht so schlimm, für die Frau kann das schon durchaus anstrengend sein, für den Mann aber auch, ich muss sagen, es hat ja durchaus einen Grund, dass manche da umkippen, vor Freude natürlich, aber die Frau hat da die Hauptlast zu tragen, aber es ist so, nach diesem ganzen Schmerz, nach diesem ganzen Angst, nach diesem ganzen Hoffen und Bangen und Zittern und ich will eigentlich gar nicht mehr und muss jetzt nochmal pressen, ist am Ende dann doch gut, wenn das Würmchen dann raus ist und an der Brust liegt und alle zufrieden gucken und die Hebamme auch wieder runterfährt und der nervige Chefarzt nicht mehr da rumläuft, dann ist wirklich alles gut und dann hofft man, dass dann auch dieses Kind wächst und gedeiht und eine gute Zukunft vor sich hat. Nach Angst und Schmerz kommt die Hammerfreude. Und zum Schluss sagt Jesus auch, was ein beliebter Konfirmationsspruch übrigens ist, euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ein Ausblick, ein Hoffnungsschimmer in harten Zeiten und an traurigen Tagen. Die Freude, die Jesus schenkt, die kann und wird uns niemand nehmen. Kein Glück, kein Leid, kein Schmerz, kein Abschied. Ohne den auferstandenen Herrn, da gibt es nur Trauer. Aber mit dem Auferstandenen gibt es Freude in der Trauer. Jetzt haben wir jede Menge Fragen, aber wenn Jesus wiederkommt, so heißt es am Ende, dann müssen wir ihn nichts mehr fragen. Nichts mehr fragen, denn er kommt wieder, keine Frage. Und dann heißt es für uns alle, Wiedersehen macht Freude.
Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Glauben und Denken und Verstehen, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.